Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Beim Erstellen einer Apple ID bekommt ihr 5 GB kostenlosen iCloud-Speicher. Das ist ziemlich wenig, vor allem wenn man auch seine Fotos und Videos auf der Cloud sichern möchte, denn die verbrauchen meistens sehr viel Speicher. Wenn ihr erfahren wollt, wie ihr kostenlos sämtliche Fotos und Videos in iCloud speichern könnt, ohne den Speicherplan ändern zu müssen, dann bleibt unbedingt dran. Los geht's! Und zwar gibt es einen Trick, mit dem ihr unendlich viele Fotos und Videos in iCloud hochladen könnt und diese dann auch mit dem iPhone, iPad oder Mac ganz normal anschauen könnt, das Ganze aber nicht zu euren 5 GB kostenlosen Speicher zählt. Somit sind eure Bilder dann auch gesichert, falls ihr euer Gerät verlieren solltet oder es geklaut wird. Am Ende des Videos gibt es noch einen zusätzlichen Tipp, wie ihr noch mehr iCloud-Speicher sparen könnt. Das Ganze hier funktioniert mit der geteilten Alben-Funktion, die ihr bei neueren iOS-Versionen einstellen könnt. Um die zu aktivieren, geht in die Einstellungen, scrollt runter und klickt auf Fotos. Was ihr jetzt machen müsst, ist iCloud-Fotos zu deaktivieren. Dann werden die Fotos nicht mehr in iCloud gespeichert. Und als nächstes stellt sicher, dass ihr die Option geteilte Alben aktiviert habt. Um die Fotos und Videos jetzt in den geteilten Alben hochzuladen, öffnet die Fotos-App und klickt oben links auf das kleine Plus-Icon. Wählt dann Neues geteiltes Album und vergibt dem Album irgendeinen Namen. Ihr könnt entweder für jede Kategorie ein eigenes geteiltes Album erstellen, zum Beispiel Natur, Familie, Urlaube und so weiter, oder ihr erstellt einfach eines, wo ihr dann alle eure Bilder einfach unsortiert reinkopiert. Einfach als Sicherung. Ihr könnt in einem Album bis zu 5000 Videos und Fotos hochladen. Falls euch das nicht reichen sollte, könnt ihr einfach ein zweites erstellen. Dann könnt ihr noch Personen zu eurem geteilten Album einladen, die auch die Bilder anschauen können oder sogar vielleicht welche hinzufügen können. Die meisten wollen das wahrscheinlich nicht, dann klickt ohne etwas einzugeben auf Erstellen. Um die Fotos und Videos hochzuladen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr öffnet das geteilte Album, klickt auf das Plus-Icon, wählt alle Bilder und Videos aus und bestätigt das Ganze oben rechts mit Fertig und Posten. Die andere Möglichkeit ist, das Ganze in dem Zuletzt-Ordner zu machen, wo ihr alle Bilder und Videos habt. Klickt auf Auswählen, dann auf Zugeteiltem Album hinzufügen und stellt sicher, dass ihr unten das richtige geteilte Album ausgewählt habt. Klickt danach auf Posten. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar die Fotos und Videos jetzt in eurem Zuletzt-Ordner löschen, um noch mehr Speicher auf eurem iPhone freizubekommen. Wie ihr seht, sind trotzdem alle Bilder und Videos noch in eurem geteilten Album und somit auch in der Cloud gespeichert. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich brauche die Fotos und Videos vielleicht doch auf meinem iPhone in dem Zuletzt-Ordner, wählt die Fotos aus, klickt unten links auf das Teilen-Symbol und wählt dann Foto kopieren aus. Das Praktische ist, dass ihr jetzt sehr einfach einrichten könnt, dass eure Freunde oder Familie Zugriff auf einzelne geteilte Alben haben und dann zum Beispiel die Bilder anschauen können oder sogar selber welche hochladen können. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das einrichten könnt, schaut unten in der Beschreibung nach. Ich habe euch dort noch ein Video zu mehr Infos verlinkt. Auf einem Mac ist das Ganze auch nicht schwieriger. Geht in der Fotos-App auf Fotos und dann Einstellungen. Wechselt in den Tab iCloud und stellt auch hier sicher, dass ihr geteilte Alben aktiviert habt. Ihr könnt dann mit der Shift-Taste einzelne Bilder auswählen oder mit Command A gleich alle auf einmal und die Bilder teilen als geteilte Alben. Zum Schluss einen Namen vergeben und das Album erstellen. Falls ihr trotzdem zu wenig iCloud-Speicher haben solltet, schaut euch mein anderes Video zu dem Thema iCloud-Speicher leeren an. Dort findet ihr noch mehr Tipps zu dem Thema. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Gerne könnt ihr mir auch einen Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!